Hallo ihr Lieben, heute habe ich Nutella-Plätzchen für euch. Der Plätzchenteig, der ist so zart und auch dieser Teig zergeht wieder im Mund. Ich liebe solche Plätzchenrezepte und Nutella, brauche ich nichts zu sagen, oder? Diese Kombination ist einfach genial. Also es geht los mit den Zutaten und der Zubereitung. Das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Für den Teig brauchen wir nur vier Zutaten und zwar weiche Butter, Schokoladenpuddingpulver, Mehl und Puderzucker. Die Zubereitung ist sowas von einfach. Ihr gebt einfach alle Zutaten auf einmal in eine Schüssel und knetet diese entweder per Hand oder mit einer Küchenmaschine zu einem gleichmäßigen Teig zusammen. Ich habe vergessen, Mulden in die Plätzchen einzudrücken. Das macht ihr am besten mit dem Stiel eines Holzkochlöffels. Und dann kommen die Plätzchen in den Kühlschrank erstmal für 15 Minuten zum Aushärten, damit sie gleich im Backofen nicht so arg zerlaufen. Dann werden sie bei 160 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 10 bis 12 Minuten gebacken, sollten anschließend komplett auskühlen, aber ich hatte ja vergessen, die Mulden einzudrücken, deswegen musste ich diese noch im heißen Zustand da reinmachen, ansonsten wäre das natürlich nach dem Aushärten später nicht mehr gelungen. Wenn die Plätzchen ausgekühlt sind, werden sie natürlich jetzt noch mit Nutella gefüllt. Dafür habe ich Nutella in einen Spritzbeutel mit Sterntülle gefüllt, aber es ist eine kleine Sterntülle. Und so spritze ich das jetzt einfach in die Mulden rein. Fertig sind die leckeren Nutella-Plätzchen. Probiert sie doch gerne mal aus. Schickt mir eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Viel Spaß dabei und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!